aus einem Bett. Unglaublich, dass ich noch nie ein Video in meinem Bett gemacht habe. Und das mache ich heute. Es geht um Trennungen und es geht darum, dass Trennungen oft das Beste sind, was dir passieren kann. Und ich möchte dir von meinen Trennungen erzählen und warum Trennungen super sein können. Beide Trennungen, die ich bisher hatte, mit meiner festen Beziehung, aber auch mit meiner zweiten offenen Beziehung. Und ich zähle jetzt nicht Trennung mit von Frauen, die ich, keine Ahnung, über ein paar Monate gedatet habe. Das meine ich jetzt nicht. Ich meine schon Trennung von wirklichen Beziehungen, wo auch klar war, hey, das ist eine Beziehung. Man verbringt viel Zeit miteinander, man ist lange zusammen, man kennt die Eltern des anderen und so weiter. Die Freunde, ist wirklich integriert im Leben des anderen. Das meine ich mit Beziehungen. Und beide Trennungen der Beziehung waren natürlich erstmal brutal hart, so wie Trennungen nun mal sind. Das muss ich niemandem erzählen, der schon mal eine Trennung durchgemacht hat. Das macht keinen Spaß, das ist natürlich hart. Und das macht dich im allerersten Moment natürlich erstmal fertig, außer du bist derjenige, der da ausgebrochen ist aus der Beziehung, weil es eine schlechte Beziehung war. Dann ist es vielleicht eine sehr befreiende Sache. Das ist aber jetzt auch nicht das, wovon ich rede. Zuerst mal ist es so, dass die Trennung ja wahrscheinlich deswegen gekommen ist, weil irgendwas nicht mehr ganz richtig war. Irgendwas lag im Argen, irgendwas hat nicht mehr richtig funktioniert. Und dass das erstmal weg ist, beziehungsweise dass du aus diesem ungesunden System raus bist, ist ja erstmal was Gutes, auch wenn es sich im ersten Moment nicht so anfühlt. Aber was bei meinen Trennungen immer so war, also wirklich immer, und deswegen habe ich ganz großes Vertrauen darauf, dass es in Zukunft auch so sein wird und überhaupt keine Angst oder negativen Emotionen mit diesem Thema verbunden. Nach jeder meiner Trennung ging es ganz großartig für mich voran in einem anderen Lebensbereich. Nach meiner ersten Trennung von meiner ersten Freundin war es so, da habe ich angefangen mit diesem ganzen, am Anfang noch Pickup und diesem ganzen Frauenthema. Ich bin rausgegangen, habe Frauen angesprochen, habe mich damit auseinandergesetzt, habe viel gelesen im Forum, habe geflirtet nachts, tags. All das, was du jetzt hier siehst, ist zum Teil auch aus dieser Trennung entstanden. Ohne diese Trennung wäre ich heute sicherlich nicht an diesem Punkt, wo ich jetzt bin. Wir würden nicht uns unterhalten per Video, du würdest meine Videos nicht schauen können, denn ich würde wahrscheinlich gar keine Videos machen. Dieser Aufschub kam nach der Trennung und natürlich war das erstmal eine Art Überkompensation. Überkompensation bedeutet, dass du erst im einen Extrem bist, dann im anderen. Erst liefst gar nicht mit Frauen, jetzt überkompensierst du und machst ganz viel mit Frauen. Oder erst bist du voll nett mit Frauen oder bist voll nett zu Frauen. Das klappt nicht, dann überkompensierst du und bist ein Arschloch. Und irgendwann kommt es dann in der Mitte zu einem gesunden Zustand zusammen. Wenn du beide Seiten ausprobiert hast. Na? Das war auf jeden Fall total hilfreich und hat mich unglaublich weiterentwickelt. Auch wenn es natürlich hart war in den ersten Momenten. Natürlich war es hart. Aber auch das ist gut, weil wann kommst du mal dazu, dich so richtig mit negativen Emotionen auseinanderzusetzen? So richtig negativen Emotionen. Wann kommst du mal dazu, dich mit Weinen und solchen Dingen auseinanderzusetzen und echter Trauer? Das ist doch eher selten und für die meisten Männer kommt das in diesem Moment. Also hast du ja auch die Möglichkeit, dich mit ganz großartigen Emotionen auseinanderzusetzen, auf die du sonst gar nicht so einen extremen Zugriff hast. Weiterentwicklungsmöglichkeiten hier auch wieder an dieser Stelle. Dann kam eine zweite Trennung und da war es auch so. Am Anfang war es schlimm, nicht mehr so schlimm wie bei der ersten Trennung, weil ich schon durch die erste Trennung wusste, hey, jetzt kommt eine gute Zeit. Und so war es dann auch. Denn nach meiner zweiten Trennung habe ich das hier alles angefangen aufzubauen. Ich habe mein Buch geschrieben, ich habe meine Produkte gemacht, meine Online-Produkte, ich habe mich selbstständig gemacht. All diese Sachen kamen nach meiner zweiten Trennung. Und auch das war sicherlich wieder zum Teil auch überkompensiert im Sinne von, jetzt geht es mir schlecht, jetzt muss ich irgendwie dafür sorgen, dass es mir besser geht und jetzt konzentriere ich mich hier auf einen anderen Lebensbereich. Aber beide diese Trennungen haben mich unglaublich vorangebracht. Und ich zähle ja jetzt nicht mal dazu, dass ich mich dadurch auch persönlich weiterentwickelt habe, weil ich natürlich über die Beziehung nachgedacht habe. Ja, wenn du klug bist, dann denkst du über die Dinge nach, die passiert sind und du überlegst, hey, was waren denn vielleicht die Fehler meinerseits, ihrerseits, unsererseits? Trennungen können unglaublich wertvoll sein, auch wenn sie im ersten Moment ein bisschen traumatisierend wirken können. Aber wenn du das Richtige daraus machst, kannst du eine Menge daraus machen. Und wenn du auch diese Einstellung hast,
dass da was Ordentliches draus wird. Kannst du natürlich auch mit der Einstellung rangehen, oh Gott, die Trennung ist das Schlimmste, was mir hier passiert ist oder das Schlimmste, was mir hätte passieren können. Und ob du dann auch was Positives draus ziehst, ist natürlich die Frage. Ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, Trennungen sind gut, großartig. Heißt nicht, dass du jetzt sagen sollst, yay, ich habe eine gute Beziehung, jetzt trenne ich mich mal, weil dann wird es noch großartiger. Nein, das ist nicht der Punkt. Wenn du jetzt in einer Beziehung bist, habt ihr ruhig gerne alles in Ordnung. Ich will dir damit nur einfach die Angst nehmen vor zum Beispiel Trennungen, vor sowas. Davor mal allein zu sein als Mann. Uhuhu. Klar kann das gruselig sein im ersten Moment. Aber es gibt dir halt auch ganz viel Zeit und Möglichkeiten, andere tolle Dinge zu machen. Es gibt so einen Spruch, der besagt, Frauen sind Traumkiller und gemeint ist damit, dass wenn du mit einer Frau zusammen bist, du weniger an dir selbst, an deinem Business, an deiner Fitness, an deiner Mission, Vision, erinnerst dich an das Video von gestern, arbeitest und deswegen sind Frauen Traumkiller. Frauen sind natürlich keine Traumkiller, aber wenn du in einer Beziehung mit einer Frau bist und das soll eine ordentliche Beziehung sein, dann kostet das natürlich auch Zeit und diese Zeit kannst du nicht woanders hin investieren. Die killt nicht deinen Traum, aber es kostet halt Zeit, die du woanders nicht hast. Insofern bremst dich das schon aus, aber das ist ja nicht die Frau, die das macht, das ist ja deine eigene Entscheidung. Zu sagen, die Frau ist der Traumkiller, ist ja nur wieder Opferhaltung. Oh, die Frau sorgt dafür, dass ich nicht mein Lebensziel verfolgen kann. Ist ja Quatsch, ist ja deine eigene Entscheidung. Kannst ja auch dich trennen. Ja? Aber Trennungen, keine Angst davor, kann ganz hilfreich sein für dich als Mann. Nimmst dir vielleicht danach mal eine Zeit für dich alleine, so wie ich es gestern auch schon im Missions- und Visionsvideo angesprochen habe. Setz dich danach vielleicht mal für eine Woche in eine Waldhütte. Denkst mal über alles nach, lässt mal alles einmal durchlaufen durchs System. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich an der Stelle kurz anmerken möchte. Wenn Trennungen passieren sollten, dann bitte lenk dich nicht zu sehr ab. Ist schon okay, wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist. Es ist auch okay, wenn du mit der einen oder anderen Frau, die dir gefällt, schläfst. Wird keinem geschadet mit. Aber lenk dich nicht ständig von deinen Emotionen ab, sondern sei auch bei deinen Emotionen. Und bei sei auch bei deinen Emotionen meine ich nicht, renn rum und heul rum die ganze Zeit und beschwer dich bei jedem und so. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit einfach nur, wenn du traurig bist, dann sei auch traurig und dann setz dich auch mal hin und sei halt mal traurig. Kann man ja auch mal machen. Dann ist es auch schneller wieder in Ordnung, als wenn du anfängst traurig zu sein und dir sagst, oh jetzt aber meine Frau flachlegen. Das auch machen ist aber auch nur Ablenkung an der Stelle. Also am Ende deine Entscheidung, aber so kommst du schneller an den Punkt, dass du was Geiles aus einer Trennung machen kannst. Deswegen keine Angst vor Trennungen. Denn da kann echt was Geiles bei rumkommen. Das Thema wollte ich heute mal aus dem Bett hier mit euch besprechen. Ich weiß nicht, was das Bett damit zu tun hat, aber das war so ein Zufallsding. Gestern war es der Tee, heute ist das Bett. Schön, dass du dabei warst. Wie du weißt, kannst du links neben mir den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du dieses Jahr eine Freundin finden möchtest, viel Sex haben willst oder ein anderes Ziel mit Frauen hast, das du alleine nicht erreichst, dann helfe ich dir dabei und bringe dich innerhalb von 3 Monaten an diesen Punkt. Unten rechts in der Ecke kommst du zum Missions- und Visionsvideo. Wenn du das nicht gesehen hast, unbedingt mal vorbeischauen, sollte jedermann gesehen haben. Morgen sehen wir uns wie immer wieder mit einem sehr spannenden Thema. Freue mich schon, dich dabei zu haben. Bis morgen. Ciao.